and gentlemen wrestling fans, this match is sanctioned by the WXW Championship Board of Directors, represented at ringside by Mr. Christian Jacobi. When the bell rings, the man in charge of all the action happening in and outside the ring will be the head referee of WXW from Vienna, Switzerland, Mr. Tassilo Jung. This contest is a four-way dance scheduled for one fall with a 60-minute time limit. And it is for the Westside Extreme Wrestling Unified World Wrestling Championship. Let me present to you first the participant number one to my right. Standing 6 feet and 2 inches tall, weighing in at 253 pounds, hailing from Heek in the Netherlands, this is massive Jurn Simmons. Our second participant, standing 5 feet and 10 inches tall, he weighs in at 229 pounds. Hailing from Bitburg, Germany, this is Bad Bones, John Klinger. Participant number three, standing 6 feet and 3 inches tall, he weighs in at 275 pounds. Hailing from Nuremberg, Germany, Der Adler, der WXW Absolute. And ladies and gentlemen, last but not least, standing 6 feet tall, this man weighs in at 247.31 pounds. Hailing from Wesel, Germany, he is the reigning WXW Unified World Wrestling Champion, der König, der Catcher, Herr Carsten Beck. Atmosphäre beim größten Unified World Wrestling Championship Match, das jetzt hier stattfinden wird. Die Atmosphäre ist auch die Ringglocke ist geläutet, super Kick gegen John Klinger und Absolut Andy deckt den König und seine Hand ein. Das ist ja nicht zu fassen, damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet, aber der König und sein Helfershelfer, sie gehen jetzt zusammen los hier auf Absolut Andy. Ein Four-Way Dance wird hier gerade zu einem Handicap Match, aber das war das, was hat in den letzten Wochen bei WXW Shotgun und alles hat erst sich hier zusammengefügt durch den Pin von Andy und John Klinger in Köln auf der Modern Wrestling Tour und Jurn Simmons kam dann einfach hier im Rahmenprogramm beim Office Talk raus und hat den Four-Way Dance gefordert und ja, ganz ehrlich, das Office hat zugestimmt, beziehungsweise Christian Michael Jacobi, der Geschäftsführer. Der muss natürlich an die WXW denken und Carsten Beck drohte damit, den Titel mitzunehmen und überall zu verteidigen, außer in der WXW. Oh mein Gott, das mag ich mir nicht vorstellen. Es ist der WXW Unified World Wrestling Championship, um dem es geht. Und das hier ist wahrlich das größte Unified World Wrestling Championship Match aller Zeiten, das hier jetzt stattfinden wird. Der König, der Catcher Carsten Beck mit all seinen vielen Titelverteidigungen. Auch unter anderem gegen Absolut Andy. Aber John Klinger, der hat ihn den Titel einmal abnehmen können. Und Jurn Simmons ist jetzt hier mit dem König der Catcher gemeinsam am Werk. Ja, aber Absolut Andy, der Adler der WXW, der schlägt zurück, doppelte Clothesline und fegt jetzt hier erstmal den König und seine Entourage durch den Ring. In den Ring hoch geht es schon. Jetzt der Ansatz zum F5. Aber Wrecking Ball, die! Wow.
gegen Absolute Andy, die Wrecking Ball nichts, aber das ist eben ein Four-Way-Dance. Und jetzt sind beide ausgeschaltet, der König und Andy und Jörn Simmons, der Massive One geht zu Boden. Nach diesem Running Crossbody von John Klinger und ein Dropkick. John Klinger, eine unglaubliche Beweglichkeit, legt dieser Mann immer wieder an den Tag. Und jetzt fokussiert sich John Klinger auf Herrn Carsten Beck. Er will den Titel wieder haben, nachdem im Three-Way-Dance mit Beteiligung von AJ Styles Carsten Beck sich den Titel nach einem Tag zurückholen konnte. Hamburg war noch Bad Bone City, aber Oberhausen, das war dann wieder des Königs Territorium. Das ist das Territorium, was er jetzt auch hat. Er sitzt jetzt auf dem ungewollten Thron da oben. Und John Klinger will ihn am liebsten gleich von diesem Thron stürzen auf seine ganz eigene Art und Weise. Oh ja. Aber erstmal der Headbutt jetzt hier. Vor allen Dingen, du musst ja jetzt alle drei Männer irgendwie ausschalten anstelle, also an der Stelle von Bad Bone John Klinger. Und das ist jetzt ganz kritisch. Und Carsten Beck vielleicht ist schon mit der Titelverteidigung. Jörn Simmons schaut dazu. Jörn, das wäre es beinahe gewesen. Aber ganz ehrlich, es könnte natürlich auch passieren, dass Andy und John gemeinsam wieder mal, wie in Köln und wie auch zuvor schon. In Karlsruhe zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, wie bei Jörn Simmons, einfach mal einen der beiden pinnen. Und dann hätten wir keine klare Entscheidung. Dann würde es vielleicht beim nächsten Marquis-Event 1-1 John Klinger und Bad Bones. Bad Bones, John Klinger und Absolute Andy 1-1 heißen um die Unified World Wrestling Championship. So, jetzt habe ich es auch alles auf den Punkt gebracht. Ja, auf alle Fälle. Und Carsten Beck wäre dann raus. Aber danach sieht es jetzt gerade noch nicht aus, weil Jörn Simmons unterstützt hier seinen König. Carsten Beck schaut sich das an. Da kommt der Elbow gegen den Mann aus Bitburg, Deutschland. Einer der Veteranen von Wrestling Extreme Wrestling. Knee Drop direkt hinterher. Das königliche Knie und ist das... Nein, ist nicht die Titelverteidigung. So, gegen so viele Namen hat Carsten Beck verteidigt. Er hat auch unfair verteidigt, keine Frage. Aber am Ende hat er den Willen gezeigt. Er hat gezeigt, dass er selbst mit einer Schulterverletzung gegen Absolute Andy in den Ring gestiegen wäre. Und das Office wollte dies aber nicht. Aber Carsten Beck hat auch so etwas gesagt wie... Wenn ich auf die da oben gehört hätte, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Als Unified World Wrestling Champion und als König. Und ich muss sagen, er hat dafür viele, viele Sympathien bekommen. Aber diese Zusammenarbeit mit Jörn Simmons, die zeigt einmal mehr, warum Carsten Beck ein Unsympath ist. Er hätte einen Freeway Dance bestreiten sollen. Und weil er nicht alleine antreten wollte in seinem Handicap-Match, wie er es nennt, hat er sich noch Jörn Simmons dazu geholt und hat damit natürlich eine positive Konstante auf seiner Seite. Ja, das war ein Schachzug des Königs. Er hat seinen Turm in Stellung gebracht und dann der Back Body Drop. Hat damit Carsten Beck jetzt in Stellung gebracht. Nämlich am besten für einen Titelwechsel. Ansatz, oh ja. Crossface. Inmitten des Rings übergeworfen. Da ist Andy. Mit dem Spinebuster. King sein Eber. Und der Sharpshooter. Das wäre ja etwas, wenn er seinen ehemals besten Freund zum Aufbau bringt. Mit dem eingesprungenen Knee-Strike. Unglaubliche Action im Main-Event vom 16 Karat Goldtag 2. Und das vor der größtmöglichen Kulisse, die wir bieten können. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dann mit dabei. Das darf man sich nicht entgehen lassen, wenn so etwas passiert. Das gibt es nur einmal im Leben. Carsten Beck, und der möchte gerne bis dahin auch nochmal Champion bleiben und ist bisher auf einem guten Weg dafür. Schnappt sich hier John Klinger, kein Neckbreaker jetzt. Nein, stattdessen wieder der Crossface. Und Carsten Beck leidet und Jörn Simmons ist nicht zur Stelle, um ihn Nein, die Hand des Königs ist nicht vor Ort. Und er zieht vor Schmerz die Beine an, anstatt sie ins Seil zu strecken. So viel zum Handicap-Match. John Klinger hat das schon gesehen. Und jetzt geht es gegen Jörn Simmons. Ja, auch wenn der abklopft, wechselt der Titel. Der Massive jetzt am Boden im Crossface. Ganz genau, denn die Regeln sagen es eindeutig. Der Champion muss nicht gepinnt werden. Und es zählt die erste Aufgabe, der erste Pinfall. Oh, das Submission. Und jetzt auf den Schultern. John Klinger kriegt den F5 vom Arthur. Nein! Nein! Es ist der Crossface des Bitburgers. Unglaublicher Konter von John Klinger. Ich kann es nicht fassen. Und er zieht an und Absolute Andy ist so weit weg von den Seilen. Und der König und Jörn Simmons auf dem Boden, aber Andy im Seil. Gerade noch so. Also den Schlagabtausch sondersgleichen, es ist schwierig, einen Favoriten auszumachen. Und John Klinger, was hat der jetzt vor? Wir will ihn auf die Rampe zuplexen. Damit wäre Andy dann auch aus dem Spiel genommen. Ja, auf alle Fälle.
John wollte jetzt durch das Seil kommen, kassiert hier aber den Knee Strike. Oh, oh, Back Body Drop gegen Absolute Andy und jetzt landet er auf der Rampe. Davon erholt er sich nicht so schnell. Unweiche Landung und jetzt ist Jörn Simmons genau da, wo er sein soll. Nämlich in den Fängen von John Klinger. Ist aber in die Seile geschickt, nein. Er hält sich. Und da kommt der Spear durch die Seile und Jörn Simmons ist hart getroffen. Nutzt hier die Seile für den Schwung. Decapitation Kick hinterher. Jetzt lässt er sich feiern, aber der König im Rücken. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem Knie voran. Der König, der Catcher, steigt hinterher mit dem Double Axe Handle. Sie setzt sofort nach. Jetzt verlagert sich das Ganze hier auch noch nach draußen. Nur noch Absolute Andy im Ring und John Klinger und Carson Beck. Oh, der Headbutt. Draußen wilde Prügelei. Aber im Rücken des Königs, da lauert auch schon Jörn Simmons. Ja, ob man das Lauern nennen könnte. Er versucht sich gerade noch zu erholen. Und Andy, der Adler fliegt mit dem Plancher nach draußen. Und jetzt ist es Jörn Simmons, der halten muss mit dem Kopf voran gegen den Ringpfosten. Mit dem Schädel voran und Jones gegen die Treppe und den Ringpfosten gleichermaßen. Doppelter Schaden. Und Absolute Andy, der thront jetzt vielleicht bald auf dem Unified World Wrestling Championship Thron. Und der einzige verbliebene Gegner, der gerade noch zur Verfügung steht, ist Carsten. Gerade noch, das ist der Unified World Wrestling Champion, der König der Catcher. Und der macht sich jetzt auf den Weg. Jetzt heißt es 1 gegen 1, Jörn Simmons und John Klinger ausgeschaltet. So viel zum Handicap-Match. Aber so schnell kann ein Four-Way-Dance auch zu einem One-on-One werden. Und da erleben wir jetzt eine neue Auflage des Matches in Hamburg. Aber diesmal mit einem anderen Ende. Oder zum Beispiel in Weihe beim großen Street-Fight. Den möchte ich noch mal in Erinnerung rufen. Denn dort war es Absolute Andy, der nach langer, langer Zeit überhaupt eine pinnvolle Niederlage gegen Carson Beck erzwingen konnte. Schlagabtausch zwischen diesen beiden Kontrahenten. Leute, die Fans, die gehen mit. Auf der Seite von Absolute Andy und... Ich wollte gerade sagen, der König taumelt, aber tritt hier zurück. Was ist das Wort? Aber da kommt der Flying Shoulder Block. Und Absolute Andy schreit hier nochmal die letzten Kraftreserven nach oben nach dieser Aktion. Und Carsten Beck, jetzt muss der König hier einstecken. Das ist keine königliche Behandlung. Body Slam in die Ringmitte. Und Absolute Andy macht sich jetzt bereit, will den großen Triumph einfahren. Bereit zum Absolute Knee Drop. Und die Fans sind es auch. Aber Carsten Beck, der hat etwas dagegen und zeigt stattdessen seinen STO. Flapjack vom König der Catcher. Cover. Und Absolute Andy auf der Matte. Und Carsten Beck konnte jetzt eben wieder mal mit einer Attacke das Match für sich entscheidend beeinflussen. Versucht jetzt hier Absolute Andy hochzuheben. Und er wehrt sich natürlich. Nicht diese Suplesse. Lariat gekontert. In den Backstabber. Der Adler wartet jetzt. Denn da stampft das Bein auf den Boden und wir alle wissen, was das bedeutet. Ja, dass er die Beute vor sich hat, mit seinen Adleraugen erfasst und er will jetzt mit den Krallen zuschlagen. Ist das das Ende des Königs der Catcher? Simmons, der kassiert den Superkick. Schubst den König der Catcher aus dem Weg, wirft sich in die Schusslinie. Und jetzt geht es nach oben auf die Schultern von Absolute Andy. Ah, klasse! Durchgezogen und Jörn Simmons ist draußen. Titelwechsel, Fragezeichen. Da wird gezählt. Aber John Klinger zieht Tassilo Jung aus dem Ring. Und es ist legal. Ja, aber Diskussionen zwischen John Klinger und Tassilo Jung. Kein Ende in diesem Match nach der A-Klasse. Das wäre es gewesen, eine A-Klasse gegen den massiven Jörn Simmons. Und jetzt das Duell. Die Champions of Champions, das ehemalige Tag Team, die ehemals besten Freunde. Aber alle Freundschaft verblasst nach dem, was in den letzten Monaten passiert ist und bei dem, um was es heute geht. Um die Unified World Wrestling Championship. Richtig, wenn es ums große Gold geht, dann kann auch eine Freundschaft daran zerbrechen. Vor
allen Dingen, wie die Rippen gebrochen waren von John Klinger. Oh no! Dropkick gegen den Kopf. Ja, Absolute Andy zeigte damals überhaupt keine Gnade gegen die Rippen und trat mit voller Wucht zu. Und hatte die Number One Contendership. Und jetzt befinden wir uns aber Wochen später hier bei diesem großen Match bei 16 Karat Gold. Und Andy, der Franke, macht sich auf zum Frankensteiner. Aber John Klinger wollte einfach durch. Deadman's Hand. Absolute Andy durchgeschüttelt. Was für eine Energieleistung. Und er war auch gefangen. Da rennt er mit der Schulter voran in den Ringpfosten. Einen letzten Kuss des Todes, ja, Kiss of Death sozusagen. Und John Klinger geht jetzt High Risk. Er will den Titel zum zweiten Mal haben. Und da kommt er angeflogen mit diesem Elbow Drop vom obersten Seil. Das ist Madness. Und jetzt wartet er. Wenn jetzt die Wrecking Bonnies kommen, dann ist hier Ende im Gelände. Und er wartet nur auf Absolutely. Wrecking Bonnies gekontert mit dem Superkick. Hat John Klinger am Boden. Wir haben einen neuen Unified World. Was ist denn ein? Applaus von den Fans für diese actionreiche. Darbietung ist wirklich der Wahnsinn. John Klinger legt alles rein. Sein Herz und seine Seele. Kaum einer lebt mehr für das Wrestling als John Klinger. Und deswegen will er auch diesen Titel gewinnen. Um Gottes Willen. Die Rohrzange. Es gibt keine Disqualifikation. Was macht die denn unterm Ring? Und Carsten Beck sackt hier zu Boden nach dem Big Boot. Wollte da wieder eingreifen. Das ist jetzt wirklich sein Ernst. Mit der Rohrzange zum Sieg, keine Disqualifikation im Four-Weight Hands, aber der Crossface. Der Crossface gegen Absolute Andy. Und wenn er an die Rohrzange rankommt, kann er sich vielleicht befreien, aber er schafft es nicht. Nein, John Klinger hat ihn im Crossface. Andy muss doch jetzt aufgeben, dann haben wir den zweifachen Unified World Wrestling Champion, John Klinger. Und da versucht er sich irgendwie herauszuwinden, aber er schafft es nicht. Das Seil ist weit entfernt. Und da rollt er durch wie ein Alligator. Und schau dir an, da zieht er an der Kehle. Glaub, keine Krokodilstränen von John Klinger hier für diesen Gegner Absolute Andy, der doch so lange sein Freund war. Und er blutet im Gesicht. Ist im Crossface gefangen. Das Gesicht läuft blau an. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Sauerstoff. Und Tassiung fragt noch, bist du noch da? Aber er hat die Rohrzange im Griff. In der Hand, aber er kann nichts damit anfangen. Er ist zu schwach. Er choked ihn aus. Die Hand, sie fällt. Das erste Mal. Und wenn sie dreimal fällt, dann ist das vorbei hier. John Klinger mit all seiner Kraft, der neue Unified. Das ist doch nicht wahr. Carsten Beck rettet Absolute Andy und wahrt seine Titelregentschaft. Und rettet sich auch selbst damit. Hält den Arm von Andy fest, sonst wäre es ein drittes Mal gefallen. Jetzt zieht er ihn sogar aus dem Ring, damit er nicht gecovert werden kann. Und er lenkt jetzt mit Trash Talk John Klinger ab. Jörn Simmons ist wieder zur Stelle. Er lebt noch, obwohl er so viel einstecken musste. Und bereitet hier für den König vor oder auch nicht. Teardrop Suplex. Durchgezogen, Jörn Simmons. Knallt auf die Matte. Da ist der König, der Catcher. Kopf zwischen die Beine. Jetzt hebt der hier John Klinger auch. Oh. Aber der Nieser, der sitzt diesmal. Cut French Powerbomb. Die Dr. Bomb sitzt. Und Absolute Andy mit dem Spinebuster. Simmons, DDT! Und jetzt sind alle am Boden. Was für ein verrücktes Unified World Wrestling Title Match. Alle gehen hier auf, drehen hier durch, gehen nuts, wollte ich sagen. Weil das hier ist wirklich das größte Unified World Wrestling Championship Match aller Zeit. Und Jörn Simmons erweist hier dem König der Catch einen Bärendienst, indem er mit dem DDT Absolute Andy doch noch ausschalten kann, damit der nicht den Pinfall holt. Die Frage ist, wer kommt jetzt zuerst wieder auf die Beine? Und es scheint der Mann aus Bitburg, John Klinger, zu sein. Andy Bones jetzt wieder auf den Beinen, mitten im Ring. Der König und Jörn Simmons sind wieder mal ausgeschaltet. Was ist hier nur los? Fällt diese Entscheidung zwischen diesen beiden ehemals besten Freunden, John Klinger, ausgehoben und landet hart auf dem Betonboden.
750 Kehlen schreien hier für diesen Main Event. Die Spannung ist kaum mehr zu ertragen und greifbar in der Luft. Ian Simmons jetzt hier mit Shoulderblocks gegen Absolute Andy, aber der wehrt sich mit einem hohen Knie auf. Da ist die Clothesline. Und Absolute Andy wird aus dem Ring befördert. Und Ian Simmons und Carsten Beck können jetzt gemeinsam. Nein, was ist da los? Das ist doch nicht zu fassen. Unglaublich. Ian Simmons betrügt den König. Das ist Hochverrat. Und schau dir den Blick von Ian Simmons an. Hat er das etwa geplant all die Zeit? Und Ian Simmons, der lächelt. Dieses hinterlistige Grinsen. Es ist klar, Chewbacca hätte niemals Han Solo so tief fallen lassen. Und ich glaube, Sebastian, sämtliche Befürchtungen wegen eines Handicap-Matches haben sich jetzt sofort erledigt. Verdreifacht. Jetzt hat auch noch Carsten Beck, Ian Simmons und nicht nur Andy und Bones gegen sich. Und da kommen sie! Die ehemaligen Champions of Champions. Und kümmert sich um den König und sein ehemaliges Entourage-Mitglied. Oh, das kennen wir doch, Sebastian. Ian Simmons ist jetzt in der Zange. Erst die Rohrzange. Der Superkick. Und da kommt der Spear von John Klinger. Wie die Champions of Champions in alten Zeiten. Aber es kann doch hier nur einen Sieger geben. Das weiß John Klinger. Kommt mit den Wrecking Ball. Die ist ausgekottert. Zum F5. Zum F5 auf die Schultern. Da ist er. Da ist er. Absolute Andy. Aber Vorsicht, da lautet der König, der Catcher. Pile Driver. Da wird ausgekottert mit dem Superkick von der Rohrzange aus Franken. Und er hält das Bein. Aber Carsten Beck befreit sich bei 2,99999. Head Referee Tassilo Jung zeigt es an. Die Schulter war frei. Die wichtigste Zahl im Professional Wrestling ist nicht gefallen in diesem Match. Aber was erleben wir hier für eine Geschichte? Das Zerbrechen der Allianz, das Zerbrechen der Entourage. Kann der König der Catcher König der Catcher bleiben? Absolute Andy wartet jetzt darauf, dass der Mann aus Wesley ihm wieder gegenübertritt. Lädt ihn auf die Schultern auf. Und ein weiterer F5 und dann ist das hier vorbei. Aber endgültig und tatsächlich, da kommt er durch. Jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr für Carsten Beck irgendwie raus. No. Oh, bitte! Habe ich das gerade richtig gesehen? Alle sind am Boden. Unglaubliches Match. Drei Männer am Boden, Absolute Andy ist außerhalb des Rings bereit, alles zu tun, aber er schüttelt den Kopf. Er hat wohl noch etwas in der Hinterhand, scheint mir. Macht sich hier auf den Weg, während Carsten Beck, Ian Simmons und John Klinger im Ring da liegen und ausgeschaltet sind. Was tut er denn da unter dem Ring? Das sieht man natürlich von hier oben aus nicht. Ich sehe bei Carsten Beck, der kommt langsam wieder zu sich. Versucht wieder auf die Beine zu kommen, voller Schmerzen und Pein. Und Andy hat einen Tisch hervorgeholt. Jetzt will er es endgültig beenden. Stellt ihn hier direkt auf, mitten in den Zuschauern vor allem. Ja, und die Sicherheit, die sorgt hier für Ordnung. Denn jetzt wird's gefährlich, der Tisch ist aufgestellt. Und Andy zieht sich den König am Fuß nach draußen. Eine Aktion durch den Tisch und dann war's das. Legt ihn sich auf zum F5. Ist es jetzt soweit? Schaltet er den König endgültig aus? Aber er hat einen anderen Plan, scheint mir. Anscheinend ist ihm das nicht hoch genug, Sebastian. Oh, tatsächlich! Vom Ring an sollen sie folgen! Soll der F5 folgen! Wenn das passiert, dann haben wir zu 110% einen neuen World Champion. Weil Carsten Beck könnte sich niemals von so etwas erholen. Mr. 100% Absolute Andy lädt ihn sich auf zum finalen Schlachtfest. Carsten Beck versucht sich aber zu befreien. Simmons! Abgefangen! Reicht aus. Und Spear durch die Seile und beide fliegen durch den Tisch. Brutale Landung für Andy und Bones.
Endeffekt haben sie sich gerade gegenseitig vernichtet nach dieser Aktion, haben ihren Körper aufs Spiel gesetzt für den großen Unified World Wrestling Championship, aber sind daran zerbrochen. Und Jörn Simmons, der Mann steht als einziger auf beiden Beinen und ganz fest und der wartet nur. Der wartet auf den König, um ihn mit dem Massive Strike, dem Massive Boot niederzustrecken. Um ihm den Rest zu geben, um seinen Verrat auch noch den Dolchstoß, nein! Es geht daneben. Stattdessen jetzt der Tritt in die Magengrube. Und da geht's nach oben. Ah! Der Piledriver. Ja! Carsten macht es. Wir strafen den Hochverrat, Carsten. Aber Jörn Simmons kommt davon noch mal irgendwie zurück. Ich fass es nicht. Was für ein Match. Absolute Andy und Bad Bunch und Klinger ausgeschaltet. Haben sich gegenseitig zerstört. Die Sanitäter sind herbeigeeilt. Aber der König der Catcher kann es nicht glauben, dass der Piledriver nicht zum Erfolg führt. Diese Ungläubigkeit in seinen Augen, ich verstehe ihn nur zu gut. Wie hat Jörn Simmons das noch geschafft? Der Piledriver hat jedes Match beendet, von Colt Cabana bis Rhino, bis AJ Styles. Jeden hat er besiegt. Auch den Big Daddy, jeden seiner Kontrahenten. Und jetzt bestraft er Jörn Simmons. Den Massive One kann er nicht mit dem Piledriver besiegen. Also geht er nach oben. Der König hat die Schulter frei gemacht. Jetzt ist er hier auf dem obersten Seil. Er gibt alles. Man bedenke die Schulterverletzung, dass er jetzt Hochrisiko geht. Auf die Knie! Auf die Knie von Jörn Simmons. Und er macht sich bereit. Massive Strike! Massive Strike! Der König! Hochverrat! Das ist doch nicht zu fassen! Ah! Er reißt die Schulter nochmal hoch. Head Referee Dusty Leon zeigt die zwei. Gott sei Dank! Dem König sei Dank! Was hat denn Carsten Beck noch alles im Tank? Was der schon alles eingesteckt hat? Ich sehe nur noch gebannte Blicke auf dem Ring, offene Münder und das Staunen der Fans. Das hier ist 16 Karat Gold, der Main Event von Tag 2 und Carsten Beck am Rande, am Hochverrat zu zerbrechen. Aber noch liegt er nicht auf der Matte, noch versucht er etwas dagegen zu tun. Er versucht sich am Massivgebirge von Jörn Simmons hinauf zu arbeiten, aber der König, was soll er tun? Was kann er noch tun? Jörn Simmons blickt ihm in die Augen. Man kann den Verrat quasi sehen. Massive Strike! Der zweite! Das Ende der Regentschaft. Carsten hier Beck und heute am 12. März 2016. Und was hat Jörn Simmons vor? Er schreckt die Zunge raus, zeigt den Daumen, wie sonst der König. Nein! Eine Demütigung will ich jetzt hier noch bringen. Das ist nicht zu glauben. Und der Piledriver. Der rücksichtslos. Jörn Simmons nach dem Hochverrat. Den Piledriver. Und der ist tatsächlich der neue Unified World Wrestling Champion.